Hallo, ihr Lieben. Ich habe von einer Leserin ein E-Mail mit einer sehr interessanten Frage erhalten. Und zwar möchte sie wissen, warum soll ich mich weiterentwickeln und verändern, wenn ich doch angeblich okay bin, wie ich bin und gut genug bin, wie ich bin? Super interessante Frage, die ich sehr, sehr gerne beantworte. Wenn du dich betrachtest als Teil der Natur, dann wirst du sehr schnell wissen, worauf ich hinaus will. Ein Baum, der wächst. Wächst er, weil er glaubt, er ist so, wie er ist, nicht gut genug? Oder jetzt gerade ist Orchideenblütenzeit. Wenn du Orchideen zu Hause hast, werden sie wahrscheinlich blühen oder Knospen ausbilden. Glaubst du, sie machen das, was sie glauben? Sie sind nicht gut genug? Die Natur ist auf Wachstum ausgelegt, immer. Und du, als kleines Baby, hast du dir gedacht, ich bin nicht gut genug, ich muss anfangen zu krabbeln, dann bin ich besser? Nö. Dann hast du gekrabbelt, hast du gedacht, ich bin noch immer nicht gut genug, ich muss anfangen zu laufen und dann anfangen zu sprechen? Nein. Das hast du dir nicht gedacht, sondern du hast einfach das gemacht, was in deiner Natur ist, in der menschlichen Entwicklung. Und nun bist du erwachsen. Und glaubst du jetzt wirklich, dass du dich als erwachsener Mensch aus der Natur ausklinken kannst? Dass du sagen kannst, nö. Wachsen, weiterentwickeln? Nein, das mache ich nicht. Das geht nicht. Du kannst aus der Natur nicht heraus. Weißt du, und viele Menschen, die sagen, ich habe keinen Bock auf Persönlichkeitsentwicklung, ich habe keinen Bock drauf, mich weiterzuentwickeln. Weißt du, was mit denen ist? Die wachsen trotzdem und sie entwickeln sich trotzdem weiter. Aber nicht in eine Richtung, die ihnen schlussendlich wirklich förderlich ist. Mit Persönlichkeitsentwicklung hast du die Möglichkeit, die Richtung deines eigenen Wachstums, das einfach unvermeidlich ist, zu lenken. Und wenn du sagst, naja, wachsen, Persönlichkeitsentwicklung irgendwie, alles anstrengend und ich bin ja angeblich gut genug, wie ich bin, ja. Da liegt eine Bewertung drauf. Wenn du sagst, Weiterentwicklung würde bedeuten, es ist ein Einverständnis, Eingeständnis, dass ich so, wie ich jetzt bin, vielleicht nicht gut genug bin. Nö, das ist falsch. Das ist einfach dezidiert falsch. Und es ist auch falsch, wenn du zum Beispiel jetzt eine Morgen, eben keine Morgenroutine hast, sondern immer einen hektischen Morgen. Nehmen wir an, du stehst immer erst auf nach dem dritten oder vierten Mal Weckerläuten und dann ist die Hektik und du hetzt dann in die Arbeit und brauchst im Endeffekt bis um 10 am Vormittag, bis du dich irgendwie eingegroovt hast. Das ist eine Sache, die nicht förderlich ist. Ja, aber brauchst du wirklich eine Bewertung drauf? Nein, nein, ich bin nicht gut genug. Doch, auch das ist gut genug, denn irgendwann einmal schien dir offensichtlich diese Art, den Morgen zu beginnen, als sinnvoll. Und wenn du nun erkennst, das tut dir jetzt nicht mehr gut, dann änderst du es eben. Es ist eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung und sie braucht keine Bewertung auf den aktuellen Status quo. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Du brauchst keine Bewertung auf Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du die Richtung deines Wachstums, und dieses Wachstum ist, wie gesagt, unvermeidlich, weil es Teil der Natur ist, wenn du die Richtung deines Wachstums bestimmen willst, brauchst du keinerlei Bewertung darauf, dass das, was jetzt vielleicht, was du verändern möchtest, dass das jetzt nicht gut genug ist. Und wenn du dich entschließt für dein eigenes Wachstum und für deine eigene Entwicklung, zeigt es noch viel mehr und es zeigt, dass du den Geist hast, die Muße, Zeit und Geld,
um dich selbst auf eine Stufe zu bringen, die noch mehr deinem entspricht. Und zwar im Einklang mit der Natur, die auf Wachsen ausgelegt ist. Und dafür finde ich, darf es auch ein gerütteltes Maß an Dankbarkeit geben, wenn du zu jener kleinen Schicht auf dieser Welt gehörst, die für sich bewusst die Entscheidung treffen darf und kann, selbst zu wachsen. Und ja, das ist die Antwort auf meine Frage, und mit diesen Gedanken verabschiede ich mich für heute von dir. Lass es dir gut gehen. Baba, alles Gute und bis später.